Auf der Website AssMMO kriegt ihr viel Silber für viel weniger Geld und über meinen Code Elli kriegt ihr nochmal einen Rabatt. Schaut dort unbedingt rein, es lohnt sich anders. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute will ich euch was ganz Besonderes zeigen und zwar es gibt einen richtig, richtig, richtig lustigen Bug in Destiny 2 zurzeit mit der neuen Handfeuerwaffe. Und da habe ich gerade eben ein Video zu hochgeladen, dass ich die Handcannon echt unglaublich scheiße finde. Und ich finde sie auch immer noch unglaublich scheiße, aber der Bug funktioniert halt eben nur mit diesem einen Perk, den die Handfeuerwaffe halt eben rollen kann. Deswegen will ich euch den heute mal zeigen, weil der bricht echt das Spiel komplett, also übel lustig. Dieser Bug funktioniert nur mit dem Perk Traumjob, also Dreamwork, der neue auf der neuen Handfeuerwaffe, etwas Neues. Und der Perk sagt aus, pro Nachladen Assist oder Todesstoß Assist wird die Waffe jeweils einmal aus den Reserven aufgefüllt, wodurch das Magazin potenziell überläuft. Das Ganze funktioniert jetzt so, ihr hittet egal welchen Gegner an, es ist völlig egal, dann nehmt ihr die Waffe, die ihr überfüllen wollt, in die Hand und dann tötet ein Teammate von euch genau diesen Gegner. Wenn er das gemacht hat, kriegt ihr halt potenziell mehr Schüsse in eurer Heavy-Waffe, in eurer Special-Waffe, wie auch immer. Das Ganze stackt auch. Dadurch könnt ihr dann am Ende irgendwie 7 Schuss in Gjallarhorn haben, was extrem lustig ist. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich weiß nicht mehr, also ich weiß nicht, wie lange dieser Bug jetzt noch im Game ist. Benutzt den auf jeden Fall, weil ihr damit so viel mehr Schaden raushauen könnt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Follow da und vergesst nicht zu kommentieren, ob ihr schon ausprobiert habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.